Yo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge ARK. Ich glaube, ihr könnt schon was am Bild sehen. Jetzt sieht es gerade so aus und ich zeige euch mal ganz kurz, wie es vorher aussah. Ja, vorher sah es so aus. Fehlt ein bisschen an Farbe. Und jetzt ist einfach ein bisschen mehr Farbe drin. Ich gucke mir das halt später nochmal ein bisschen an, aber Dinos sehen auch schon ein bisschen besser aus von den Farben her. Ich sehe das ja gerade da auf meinem Bildschirm und es sieht gut aus. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe nur ein bisschen gemacht. Und zwar hier, gehen wir mal rein. Ich habe jetzt 205. Davon nehmen wir circa die Hälfte raus und craften davon einige Pfeile. Wir brauchen ja ein bisschen, oder? Denke ich jetzt mal. Und wir brauchen ein Fernglas. Und zwar das hier. Wir brauchen 2 Kristalle. Dann ist unsere Mission für diese Folge auch, Kristalle zu suchen. Dann müssen wir in den Redwood. Schaffen wir. Ach, und dann, was noch wichtig ist, wir brauchen einen Ofen. Ganz, ganz wichtig, denn wir brauchen langsam Metall. Dankeschön. So, du kommst erstmal hier. Ich höre ein Pferd hier. Es kam letztens nicht von der Map. Wo bist du? Ich muss dich löschen. Ich lösche jedes Pferd auf diesem Server. Ich wette, es ist dieses weiße Pferd. Wir gehen kurz gucken. Es muss verrecken. So, in der Zwischenzeit können wir ja ganz kurz erstmal das Metall, was wir jetzt hier haben, können wir kurz schmelzen. Warte mal, davon können... Ach, komm, alles rein. Wir brauchen das ja eh. So, dann... Boah, ich muss es jetzt finden. Ach, als erst können wir ja kurz einen Abstecher hier über diese Insel machen, weil... Dankeschön. Hierher kommt es ja irgendwo. Aber bei der anderen Map war es auch kilometerweit zu hören. Die Frage ist jetzt, schaffe ich es zu Fuß dort rüber? Weil da drüben ist unser Floß. Rochen nicht, komm bitte. Oh, das Pferd hört man überall. Ich bringe es um. Oh, aber unter Wasser wirklich. Ich hatte ja in der letzten Folge schon gesagt. Ich weiß nicht, ob ich es reingeschnitten habe. Aber unter Wasser ist es wirklich hübsch. So, das hier. Hä, warum ist das nochmal hier? Hier sind 2 Explorer-Notes, weil da drüben ist noch eine, merke ich mir. Zuallererst müssen wir rüberkommen. Da ist unser Floß. Schaffen wir. Also bis jetzt sieht es noch gut aus. Komisch, dass ich so viel Glück gerade habe, sonst habe ich nie so viel Glück. Ja, schaffen wir. Locker. Stamina läuft. Hi! Flipper, ab nach vorne bitte. Hilf mir mal bitte. Oh, Kacke. Der Dude ist ja auch noch da. Egal, kriegen wir trotzdem hin. Ich kann eventuell denken, welches Pferd es ist und... Wir müssen eventuell es in den Hals umdrehen, okay? Machen wir ganz... Okay. Ich bin weg hier. Welches Pferd ist es? Na, es sind jetzt gerade keine Fische, wa? Hallo? Oh. Es ist so... Was ist das denn? Sea Bubbles? Kann ich jetzt unter Wasser tauchen und so weiter? Also kann ich unendlich? Nö, das funktioniert nicht. Gut, dann holen wir jetzt uns einen kleinen Otter, damit ich schon mal einen Freund habe hier wenigstens. Hey! No, 200 noch was verdorbenes Fleisch. Ach, ich hasse diese Vögel. Warum haben sie die überhaupt in den Ark reingepackt? Ich hätte dich einfach töten sollen. Aber ich habe dich nicht gesehen, du kleine miese Drecksau. Hallo, Dino. Ich kümmere mich erstmal um die Ente. Ja, das... Er steckt dran. Ja, wer ist ein Überlebungskünstler in Ark? Ich, Kappa. Jetzt frisst er noch meinen Bogen weg. Gib mir keinen Endgegner. Gib mir einfach nur eine verkorkste Ente. Jetzt hat er mir 96 Narkosemittel geklaut. Ich bringe es um. Nee, 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 das bringe ich um. Ich sehe halt nichts. Wir brauchen mehr Fleisch. Ich hasse diese Vögel. Ich Tionis. Wer hat dich überhaupt erfunden? Mistviecher. Warte mal, wo sind wir? Ich brauche auch ganz kurz Metall. Wir müssen uns kurz ein paar Steine suchen. Hallo. Moin, Meister. Was ist los, hä? Gut. So, ich habe mir die Helligkeit wieder ein bisschen höher gemacht, weil ich habe gesehen, es ist ziemlich dunkel gewesen.
So, gut. Was machen wir jetzt? Okay, wir haben da zwei Alien-Viecher. Oh, Para, es tut mir leid. Oh mein Gott. Was ist da? Oh! Ich höre aber das verkorkste Pferd immer noch. Was ist das? Hi. Ich komme in Frieden. Okay, Helligkeit ist gut so. Frieden. Oh my God. Okay, da ist ein Drache. Und ich habe gedacht, das wäre irgendwas Komisches gewesen. Aber es ist nur ein Bronto-mäßiges Viech. Oh, scheiße. Ich glaube, das hat uns. Oder? So viele Geräusche von überall her. Aber scheint alles in Ordnung zu sein. Wir gehen mal ganz kurz zum Bronto hin. Der tötet irgendwas dort. Dann können wir es schön einsammeln. Töte es! Töte es! Was das? Oh, scheiße. Oh, kacke. No, please don't come to me. Warte, tötet er es? Ey, das Gute ist, wenn er es wirklich tötet, können wir ihn einsammeln. Er tut es wirklich. Aber wer gewinnt? Fliege, kusch dich. Ich habe andere Pläne hier. Ach, warte mal. Wenn du kommst. Ich bin guter Schütze, Kappa. Zack. Zack. Chitin. Wo ist denn da? Oh, warte mal. Unser Inventar ist full. Oh, noch ein Drache. Okay, was ich machen wollte, hier, diese Steine hier, die geben meistens mehr Metall als normale Steine. Und deswegen bin ich hier. So, wir gehen jetzt hier runter. Mal gucken, was kriegen wir hiervon? Er sieht so dunkel. Oh, ein Metallstück. Okay, schon mal sehr gut. Warte, oder sind das die Guten? Ich glaube, das waren die Guten. Ja, ja. Okay, er flieht. Hat er verdient. So, wir machen weiter. Kollege, hast du sie getötet? Ja, ich glaube, die sind tot. Da drüben ist eine Leiche. Dankeschön, muchas gracias. Okay, Kollege. Nee, das ist er nicht. Du bist ein Kano. Metallspitzhacke, nimm ich gerne mit. Der Rest kannst du gerne behalten. Ah, wie geil. Schön, aber wo sind deren Leichen? Müssen wir gleich vorne im Wald gucken. Ich muss sagen, die Pflanzenfresser halten hier wirklich zusammen. Muss man sagen. Zwei Enkis, ein Diplodocus und ein großes Viech kämpfen zusammen gegen den Rest. Cool. So, wo sind die Leichen jetzt? Ja, das Pferd ist noch da. Ich höre es. Nimm ich mit. Prokoptodon. Aber man muss sagen, schon das hier, was sie mit der Explorer Note eingebaut haben, hier das mit dem Buch, ist schon ziemlich nice. Irgendwann muss ich mir mal die Collector's Edition kaufen, weil ich will dieses Buch in meinem Schrank stehen haben. Ich muss es unbedingt haben. Nee, oder? Die ekligen Dinger gibt es hier auch? Hallo? Ihr ekligen Viecher, war doch klar, dass ihr da seid. Alter, das Ding spuckt! Okay, es ist wohl nicht zum Schlucken da. Ach, ich hasse das, Mann. Zähl doch einfach. Das Ding ist überwuchert und es hat nur zwei Dinger gezählt. Uiuiui, ich glaube, das Ding möchte uns ganz gerne anspucken. Warte mal, ich habe aber vorhin da einen Raptor gesehen. Kann das sein, dass er ihn schlafen gelegt hat? Rappy? Liegst du hier irgendwo? Was hast du mit ihm gemacht? Es kriegt 11 ab. Shit. Okay. Ja, Rappy ist dort. Na gut, dann würde ich schon mal sagen, dass wir jetzt ganz kurz zurück zu unserer Insel gehen. Ganz, ganz kurz. Ah, am besten ganz schnell, bitte. Ach, und sorry, dass ihr euch den Sound von einem Pferd die ganze Zeit geben müsst. Sorry dafür, aber das sind halt Arc-Mods. Nicht alles läuft perfekt. Okay, das bedeutet, wir brauchen als erstes eine Werkebank. Wir brauchen Metallbahn. Ich hoffe, wir haben genug. Ach stimmt, wir haben ja genug. Ja, gut. Ich habe jetzt leider nicht so viel Metall. Dennoch gibt es hier auf dieser Insel hier genug Metall. Und da gucken wir uns jetzt ganz kurz um. Ich glaube, dieser eine Stein reicht, um alles herzustellen, was wir brauchen. Ach, und was ich noch zur Hütte sagen wollte. Ja, sie sieht scheiße aus. Es ist auch nur für den Anfang. Es sieht einfach nur da provisorisch, um unser Lager aufzustellen. Für mehr dient es nicht. Eine Metallaxt, bitte. So, dann kann die schon mal raus. Wir machen jetzt etwas. Wir zähmen hier jemanden jetzt auf dieser Insel. Und ihr werdet gleich erfahren, welches. Aber ich muss kurz vorbereiten. Okay, ich stelle gerade Zaunpfähle her. Aus Holz und aus Stein. Hab leider zwei verschiedene gemacht. Und ihr kennt ja noch den hier von der letzten Folge. Das wird unser Reittier jetzt werden, ne? Unser Mount für diese Folge. Damit wir wenigstens etwas zum Transportieren und so weiter haben. Das ist ein
Was ist ein Triceratops? Das sind gar nicht die Dinger aus Atlas. Oha, was hat man aus dir gemacht? Aber der Schwanz ist von denen aus Atlas. Lege die Nahrung... Oh. Ich wollte dich eigentlich down machen, aber wenn du es so haben willst, dann habe ich damit gar kein Problem. So, das ist ein Männchen, Stufe 30. Da müssen wir kurz gucken, was der andere ist. Und da haben wir... Dein Kamm schimmert, aber dein Schwanz fehlt, Kollege. Du bist ein Weibchen, oder? Das müsst ihr... Oh mein... Level 50? Mir fehlen 9 Level. Da ist das Pferd. Ich bringe es um. Warte mal, ich kann ihn zähmen. Warum kann ich ein Männchen zähmen? Oh, ja, pass auf. Ich nehme dich mit, okay? Alles klar, Männchen kann ich zähmen, aber nicht das Weibchen. Und dieses Pferd... Wir haben es endlich gefunden und ich glaube, es ist auch dieses Pferd, was wir umbringen müssen. Oder ich werde es halt einfach zähmen, damit es einfach nicht frei rumläuft, denn es ist das Einhorn. Das seltene Einhorn. Eventuell. Mal gucken. Erst holen wir uns den Dietrezarus oder wie... Okay. Ach, jetzt sehe ich das. Guck mal. Er hat den Schwanz. Dafür hat er aber den Kamm nicht. Und der Kamm sieht eigentlich ziemlich nice aus. Gibt es auch einen Hybriden, wo halt, wo er alles hat? Weil es sieht wirklich nice aus. So, 48 hat er. Bis jetzt geht noch nichts runter, weil ich hatte früher immer die Probleme gehabt, dass die Zähmung runtergegangen ist. Jetzt auf jeden Fall bleibt es und wir gehen auf ihn drauf. Weil es nervt immer hinterher zu laufen. Perfekt. Gut, dann warten wir einmal. Ah, nice. Bitte. Hey. So, er hat Level 29 und es funktioniert. Man kann in ihn Glant-Grenade herstellen. Wir brauchen nur Luxpret-Toxin. Oh, der ist ja voll schnell. Oha, jetzt bin ich aber... okay, wir brauchen seine Frau. Hätte ich niemals gedacht. Ey, schaut den euch an. Das ist er. Aber ich mag die Frau mehr mit ihrem Kamm irgendwie. Sie hat zwar keinen Schwanz hinten so und der leuchtet sogar. Ey, das ist so nice. Schaut ihn euch an. Hübsch. Das ist wirklich hübsch. Und dann die Flecken so, wie bei Aberration, dass es halt leuchtet. Und ansonsten halt seine Federn und sein Gesicht. Seine Hörner leuchten sogar. Hat was. So, dann wollen wir da aber ganz kurz mal deine Attacken ausprobieren. Hi, Milady. Ich habe ihren Mann hier. 220. Oha. Sie ist sogar... Es ist naturgetreu. Schaut euch das an. Also es war ja früher auch immer so, dass die Weibchen viel, viel größer waren. Das hier ist ein Brocken. Und schaut euch mal den Horn an. Und schaut euch mal gegen meinen an hier. Der hat noch nicht mal einen. Aber dafür hat diese zwei nicht. Aber ich hatte mehr Angst vor dir hier. Gut. Dann bedeutet das ganz kurz, wir müssen, ja, leveln? Kannst du denn Farm, Kollege? Was war ein Para nochmal? Para, es tut mir leid, aber ich kann dich nicht mehr gebrauchen. Stimmt, warte mal. Ey, Kollege. Hi. 71 gibt er ab, okay. Ja, aber ob wir die Ehefrau in dieser Folge bekommen, weiß ich nicht, weil ich, ja. Es sieht gut aus. Er sieht wirklich gut aus, da kann man wirklich nichts sagen. Top. Ich mag ihn. Sollen wir sehen, was kann er jetzt eigentlich? Das kann er? Was das auch genau ist, werden wir gleich herausfinden. Und da kann er halt dischargen. So, ich lass mal los. Mal gucken. Ja, geht auf jeden Fall klar. Also, okay. Oha. So, mal gucken. AOE-Damage. Oha, wartet mal. Kann es... Mal sehen, was für eine Ab... Mal schauen, was in Zukunft noch das Mädchen kann. Es ist eine Turbo-Maschine. Ich glaube, den nehmen wir auch mit, falls wir für die Zukunft ein bisschen, Kacke speichern müssen. Ihr wisst ganz genau, wovon ich rede. Nimmst du ruhig alles, Kollege. Hä, wie geil ist das denn? Warte, das muss ich jetzt ganz kurz nochmal austesten. Einmal... Und das Coole ist, der bleibt jetzt da drin. Er kann sich nicht schnell bewegen. Schaut euch das an. So. Er kriegt Schaden. Schaden über Zeit. Okay, der hat sich jetzt nicht schlafen gelegt. Ah, der sieht auch hübsch aus. Aber ein Männchen reicht.
Hi, Fionia, moin, komm zurück. Kommst du hier lang? Komm mal, wir können das ja jetzt so nice machen, dass wir unsere Dinos hier vorne parken. So, und jetzt müssen wir aber ganz kurz, warte mal, mit denen hier etwas machen. Ihr könnt euch noch an das Pferd erinnern. Entweder man kann es zähmen oder ich werde es töten. Ich weiß nicht mehr, wie es funktioniert. Oh, no, 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 no. Das dauert zu lange. Kollege, es tut mir leid, aber... ich weiß zwar nicht, ob du das komische Pferd bist, aber... Verrecke! Wir müssen es leider töten. Es geht nicht anders. Wir müssen es töten, weil es kann sein, dass es das Pferd ist, was die Fehler macht. Und ich hoffe, ich werde die Geräusche nie wieder hören. Rest in peace, Horse. Ich hoffe, du bist es. Was ist das hier? Bitte sei du das Pferd. Bitte. Jetzt kam ich kurz auf die Windows-Taste. Es ist nicht das Pferd gewesen. Wir haben es umsonst getötet. I'm sorry, kann passieren. Rest in peace, okay? Dieter, sorry, dass du das ansehen musstest. So, dann springen wir doch einmal ganz kurz runter. Absteigen bitte. Wieder aufsteigen. So, sehr gut. Denn ich habe ja gesagt, ich mache nur noch kurze Folgen von Ark, weil kurze Folgen sind in allgemein immer besser so. Na, ich denke mir, für euch ist es auch besser, wenn die Videos nicht allzu lang sind, weil viele von euch sind arbeiten und haben nicht wirklich die Zeit so. Deswegen passt das. So, dann denke ich erstmal, das war's wieder von der weiteren Folge Ark. Wir haben einen Dieter, Mr. Dieter. Mrs. Dieter müssen wir auch noch in der nächsten Folge holen. Ich denke mal, da kriegen wir Level 50. Ein Fionia haben wir einfach mitgenommen, weil... Turbomaschine und ja. Also, ich hoffe, wie immer, euch hat die Folge gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Kommi, ein Like oder ein Abo da. Also, bis zum nächsten Mal.